Was geht YouTube? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Adrian, aka Gameplay Zocker. Und heute zeige ich euch mal die beste, meiner Meinung nach, Waffenklasse, die es hier in Modern Warfare aktuell gibt. Es handelt sich hierbei um die MP5. Gehen wir mal rein in den Lachs. MP5 mit den folgenden Aufsätzen. Der Schalldämpfer, sehr viele Vorteile wie die Nachteile. Kugelgeschwindigkeit leicht reduziert. Mit dabei ist der Schaftklapper. Für mehr Zielgeschwindigkeit und Bewegungstempo. Die Klasse ist ganz auf Mobilität getrimmt. Fingerfertigkeit darf natürlich auch nicht fehlen. Der gemusterte Griffband für noch mehr ZV-Geschwindigkeit. Und mit dabei der Unterlauf für eine coole Rückstoßkontrolle. Und da wir sehr viel ZV-Geschwindigkeit schon drin haben, ist es auch nicht so schlimm, wenn wir hier einmal einen Nachteil haben bei der ZV-Geschwindigkeit. Mit dabei Raketenwerfer. Kann man auch gegen das Messer tauschen. Je nachdem, wie man es halt möchte. Perk Nummer 1, kaltblütig. Nicht zu ordnen von KI-Systemen und Thermalvisieren. Und löst nicht die alarmierende Warnung aus. Immer ganz gut, wenn man ein bisschen unentdeckt rumlaufen möchte. Abschlusskette, um einfach Streaks schneller zu erreichen. Dadurch dieses Video verlinke ich euch einmal hier oben, was Abschlusskette genau ist und wie ihr euch dadurch einen richtigen Vorteil verschaffen könnt. Und mit dabei Schrapnell für 2x C4 und die Stim zur schneller Heilung. Und dann würde ich sagen, sammeln wir nicht lange rum und ich zeige euch diese Klasse, was diese kann, einmal in Game. Wir sind reingejoint in eine Runde, Abschluss bestätigt auf der Map Piccadilly. Und wir haben natürlich die MP5 sofort gewählt. Und wie ihr vielleicht schon an der Tarnung seht, habe ich mit dieser Waffe schon die ein oder andere Runde gespielt, da ich sie schon auf Gold habe. Und um euch einmal zu demonstrieren, was diese Waffe alles kann, würde ich sagen, Musik an und Clip ab. No love shit, yeah we rep that whole town. With bees up, I'll pay them hoes down. Heard you got press about that bitch, my dog she go round. Freezer on my wrist, don't. Ach schade, aber hier seht ihr mal ganz gut, wie gut ihr mit dieser Waffe einfach hardcore durchmelden könnt. Und man braucht zwar auch noch ein bisschen Skill für die Waffe, deswegen. Man muss sich trotzdem reinspielen, aber an sich, die Waffe, die spielt sich einfach wie Zocker, wenn man dann einen Lauf hat und die Lobby, dank Skill bei Matchmaking, und Digga, der Tote mit dem Kill, die Lobby einmal läuft, dann macht diese Waffe doppelt Spaß. Es ist nicht umsonst die Waffe, mit der ich über 2300 Kills habe. Gleich mal reinlaufen. Und die Stim, die rettet natürlich euch in solchen Situationen. Habe ich fast sagen, den Arsch. Sondern hilft euch bei schneller Regeneration. Okay, da macht ihr natürlich nichts, wenn er da oben ist. Aber wie gut ihr einfach damit aimen könnt, ist es einfach. Vor allem, ihr seid auch so mobil. Selbst mit Controller könnt ihr damit sehr, so gut abaimen und drum und dran. Vor allen Dingen geht diese Waffe auch besonders schnell nach, finde ich. Mit diesem Finger. Fertig. Kite. Ey, ernsthaft? Richtig schlecht von mir gewesen. Durch diese Fingerfertigkeit ladet ihr einfach besonders schnell nach. Und es hilft euch eigentlich ganz gut zum Durchmelden. Je nachdem, wie mal das geht. Die Runde ist jetzt auch schon vorbei. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Waffenklasse und Feedback in die Kommentare. Habt ihr eine bessere Waffenklasse, dann schreibt mir die gerne auch einmal unten rein. Ich würde sie gerne einmal ausprobieren. In diesem Sinne, vergesst das Abonnieren dieses Kanals nicht, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt und keins mehr verpassen wollt. Und lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag auf YouTube oder in Real Life. Ciao, euer Adrian, aka Gameplay Zocker.